Hey ho, Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir den ersten Praxisunterricht gehabt, wo wir einen Dungeon erkundet haben, gemeinsam als Klasse, und leider haben wir Viscora zurückgelassen, was Conny ein bisschen traurig gemacht hat, weil sie viele als Nervensäge bezeichnen und sie das nicht einfach so mehr hinnehmen kann und nun traurig von dannen gezogen ist. Weil sie es einsehen musste, dass sie eine Nervensäge ist oder dass sie etwas rücksichtslos ist. Naja, mal schauen, was in diesem Part uns alles erwartet. Schauen wir rein. Ja, speichern, danke. Ja. Am nächsten Morgen. Hab ich gut geschlafen. Oh, war das eine Nacht. Puh, mein Gott, wir haben immer noch so viele Sachen. Sollten wir erstmal wegbringen. Guten Morgen, Bibi-Style. Ich gehe heute schon mal alleine zur Schule vor. Bestimmt geht es dir ziemlich auf die Nerven, jeden Tag zusammen mit mir gehen zu müssen. Also bis dann, Bibi-Style. Sie scheint sich die Sache von gestern noch sehr zu Herzen zu nehmen. Das tut mir echt leid, aber ich habe eigentlich nichts Negatives gesagt. Oh Mann, die tut mir echt leid. Also, dann muss ich wohl alleine zur Schule. Das gefällt mir auch gar nicht. Damn, aber ich glaube, das soll mir zeigen, dass ich etwas frei erkunden kann und dass ich wahrscheinlich auch wissen kann, wo ich dann immer zur Schule gehen muss und so. Das ist Caripas Briefkasten. Hin und wieder stellt Pelipper früh morgens offenbar die Post zu. Okay. Caripas. Hm? Was gibt's denn? Nein, das war der Opa, genau. Was gibt's denn? Wenn du Conny suchst, bist du zu spät. Die ist schon ab zur Schule. Du Lappen. Tja, dass die alten Leute jetzt schon einen Lappen nennen, ist auch schon heftig. Was gibt es hier? Cool. Hallo. Ist alles in Ordnung, Mama? Mir geht's gut. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Vielleicht ist es einfach nur diese Hitze. Mir ist in letzter Zeit öfter mal schwindelig. Okay. Interessant. Also der Part wird, glaube ich, etwas eher erkunderisch sein. Okay, wer wohnt hier? Anscheinend niemand und hier ist was gebrochen. Ha, komisch, suspicious. Sieh an, auch heute wieder auf dem Weg zur Schule. Me gusta, das gefällt mir. Zur Schule kommst du über den Dorfplatz, sieh? Pass auf dich auf und nicht trödeln auf dem Weg, comprende? Ja. Ganz ehrlich, ich tue am liebsten gar nichts. Das glaube ich dir, mein Lappenfreund. Es ist erstaunlich, was man in einem Moment der Ruhe alles hören kann. Spitz die Ohren. Oh, ein Togekiss. Haha, Togekiss, ich weiß schon, wer du bist. Leute, was ist das? Seht ihr das, was ich gerade mache? Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht aufhören. Tut mir leid. Ich habe ja gesagt, dass ich jedem meiner Freunde, Abonnenten einen Namen zuweisen kann, beziehungsweise auch werde und auch bekannteren Leuten auch einen Namen zuweisen werde. Und Togekiss habe ich so gesehen schon jemandem zugewiesen. Aber wer es sein wird, werdet ihr mal erfahren. Kuss reimt sich auf Verdruss. Zufall? Ich glaube ja. Na, okay, wenn du meinst. Was ist das eigentlich? Okay, Zutritt verboten. Wahrscheinlich ein verbotener Dungeon oder ein Ort des Grauens? Kann gut sein, keine Ahnung. Okay, was gibt's hier? Hey Kleiner, du bist doch ein Kind, oder? Das habe ich sofort erkannt. Ja, hast du das schon? Nee, wir haben mit dir ja schon geredet, mein cholerischer Freund. Oh, du bist es wieder.
Bist auf dem Weg... Weg zur Schule? Also, zur Schule geht's hier, Lilan. Einfach geradeaus. Mach's gut. Und ja, nicht die Schule schwänzen. Nö, I don't care. Puh, also die gegnerischen Pokémon in den Dungeons können ganz schön grob sein. Ich weiß, die kommen auf einmal daher und greifen einen an. Richtig schlimm ist das. Ui, wunderschön. Okay, erstmal alles lagern, was geht. Wir tun einfach mal alles markieren und demarkieren. Ah, wisst ihr was? Wir markieren einfach mal alles. Ja. Ah, genau, das Geld können wir auch noch verpacken. Oh, hallo! Willst du eine Kleinigkeit kaufen, bevor es zur Schule geht? Nur zu! Aber schau auf die Uhr, nicht, dass du noch zu spät kommst. Herzlich willkommen im Keklo-Laden, wie kann ich behilflich sein? Sieh dich in aller Ruhe um. Team Beleber-Orb, das ist cool. Interessant. Aber, ja Leute, da oben geht schon weiter. Ich weiß nicht, wie lange der Part gehen wird. Eventuell, wenn der Part zu lange ist, splitte ich ihn einfach in zwei Parts. Naja, wir speichern erstmal. Und dann geht es los. Okay, auf zur Schule. Ich bin ein bisschen spät dran. Nanu? Aber das ist doch... Conny! Hast du das auch gehört, Schnuthelm? Unsere Nervensäge glaubt ernsthaft, sie könnte dem Forscherteam beitreten. Ich kann nicht mehr. Du hast davon nichts einen Plan, wie? Kinder können dem Forscherteam nicht beitreten. Wusstest du das etwa nicht? Natürlich weiß ich das. Aber wer wagt, gewinnt. Ich glaub an mich. Hört, sie glaubt also an sich. Und du denkst, das reicht? Warum machst du dich denn so über mich lustig? Warum? Weil du eine Träumerin bist. Kinder können dem Forscherteam nicht beitreten. Und selbst wenn sie es könnten, du hast doch gar nicht das Zeug zur Abenteurerin. Allein die Nummer, die du da gestern abgezogen hast, wenn du genauso viel drauf hättest wie Psiao, sehe die Sache anders aus. Hast du aber nicht. Du bist eine richtig... Was? Du bist eine riesige Lusche, Conny. Wow. Bitchlap. Arme Conny. Klapper, 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 klapper. So, der Unterricht fängt jetzt an. Also geht bitte alle an eure Plätze. Hey, Conny, brauchst du etwa eine Sondereinladung? Mir ist egal, was die sagen. Wenn man nur will, kann man alles schaffen. Genau. Ich lass mich nicht kleinkriegen. Ich werde ganz sicher nicht aufgeben. Ich werde meine Träume verwirklichen. Komme, was wolle. Huhu, Conny. Oh? Was bist du denn heute so hibbelig? Der Unterricht hat schon angefangen, verstanden? Ha? Haha. Also ehrlich, was ist denn los mit dir? Du stehst ja völlig neben dir. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Verzeihen Sie, Herr Porenta, ich war nur gerade in Gedanken versunken. Ja, ich darf mich von sowas nicht unterkriegen lassen. Ich werde niemals den Mut verlieren. Pff, die Nervensäge hat wohl jeden Bezug zur Realität verloren. Ein hoffnungsloser Fall. Tja, jetzt aber genug davon. Dann wollen wir nun endlich mit unserem Unterricht beginnen. Jawohl! Ha! Cool! Leute, das war ein sehr, sehr kurzer Part. Zwar glaube ich nicht mein kürzester, ich weiß es nicht. Aber wir haben die Stadt erkundet, wir haben mit jedem Bewohner etwas gesprochen und wir haben, naja, wir sind ein kleines bisschen näher gekommen, um herauszufinden, was dem Forscherteam so alles angeht.
werden wir vielleicht im nächsten Part erfahren, dass wir vielleicht irgendwie doch noch beitreten können? Naja, das sehen wir einfach vielleicht im nächsten Part schon. Haut rein, euer Pibistyle. Tschüdelü.